Wir steigen in dieses Abendmagazin ein mit einem Filmbeitrag, der nicht mal von uns produziert wurde, sondern von unseren jungen Kollegen aus der Spielstadt Mini-Zwickau. Und die hatten in den vergangenen Tagen ganz interessanten Besuch und haben darüber einen Filmbericht gemacht. Und hier ist das Ergebnis. Gestern und heute waren die Basketballspieler erst die Rollis Zwickau in der Minispielstadt zu Besuch. Sarah hat für uns Arian Krug, einen Spieler, interviewt und später selber versucht, Basketball zu spielen. Wie sind Sie zu dem Sport gekommen? Ich bin zu dem Sport gekommen, das war 1999 eine Begebenheit mit dem damaligen Manager, und der hat mich einfach mal auf dem Parkplatz angesprochen gehabt, hat gesehen, ich bin relativ fit im Rollstuhl, und hat mich dann gefragt, ob ich mal zum Training kommen will etc. und dann mal mittrainieren und so. Wie funktioniert das Spiel? Das Spiel an sich, das Basketballspiel, das funktioniert wie normales Läuferbasketball, nur im Rollstuhl, weil wir haben dieselben Feldabmaße, dieselben Zeiten, Foulregelung ist nur ein bisschen anders, aber ansonsten relativ vergleichbar. Wie funktioniert es, zu spielen und gleichzeitig Rollstuhl zu fahren? Naja, es ist eigentlich einfach nur eine Übungssache. Wir werden es nachher ja mal ein bisschen demonstrieren. Du kannst es ja selber mal probieren. Und du ziehst zweimal und dribbelst. Also es hört sich jetzt schwieriger an, als es dann wirklich ist. Gibt es besondere Ausrüstung für Rollstuhlbasketball? Also im Vergleich zum normalen Alltagsrollstuhl, du siehst ja, die Räder stehen schräg. Dann hast du diesen Kippschutz hinten und vorne diesen Abweiser, ne? Wenn du jetzt mit einem anderen zusammenfährst oder so. Ansonsten bist du jetzt noch angeschnallt, damit du nicht rausfällst etc. Das sind die einzigen Unterschiede zum normalen Alltagsstuhl. Können wir den Vergleich dann auch mal machen. Können Sie mir bitte zeigen, wie Rollstuhlbasketball geht? Wie Rollstuhlbasketball geht? Jetzt gleich sofort? Okay. Und los geht's. Zweimal ziehen, dann dribbeln, passen oder Korbwurf. Das ist ein indirekter Pass. Das ist ein direkter Pass. Und das war ein Fehlpass. Es ist gar nicht so einfach, gleichzeitig Rollstuhl zu fahren und zu spielen, aber es macht unheimlich viel Spaß. Dankeschön, dass wir das Interview machen konnten und dass ich mal Rollstuhlbasketball fahren durfte. Immer gerne wieder. Und wer Lust hat, erst rollizwickau.de, einfach mal reinschauen, wann Spiele sind und mal vorbeikommen.